Oh, wunderbar, da ist ein Flohnetzwerk-Schlüssel. Craft. Da ist ein kleiner Hauself. Hallo, oh, Dick. Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie. Warten Sie dort. Dick kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Dick, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Dick hat sich angeschaut, was seit Dicks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Dick. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Dick sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Ja, genau. Nun denn, Schulaufgaben. Genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. So, jetzt einfach komplett leer. Nichts da. Also Bescheidenheit ist nicht unbedingt eine Platz zum Arbeiten verschafft. Eine Schwäche von uns. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Es wird völliges Chaos. Der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Das finde ich sehr schön. Machen wir mal. Da haben wir nämlich schon ein bisschen was gefunden. Stell mal vor, du hättest noch nichts. Rahmenlose getönte Brille, weiter Schal mit Hauswappen und gegerbter Umhang. Cool. Sie werden viel. Ja, warte mal kurz. Ich muss mir mal kurz den gegerbten Umhang angucken. Na, okay. Ich mag weiß, wir lassen den so, aber ich glaube, der ist nicht besser als den wir jetzt haben, ne? Nein. 12. Okay. Toll. Die Brille. Rahmenlose getönte Brille? War die besser, ne? Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Imperio, ist das nicht ein verbotener Zauber? Haben wir da nicht irgendwas? Okay, das passt ganz gut. Lassen wir mal so. Und was haben wir da? Verspielter Hexenhut, der bringt uns nichts weiter. Alles klar. So, Professor Weasley wollte uns noch was erzählen. Stücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Diese vorgebeugte Haltung so. Nee, ich habe noch was zu tun. Ich muss mir helfen. Ah. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja. Ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Schon passiert. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Dann zeigen Sie es mir. Beschwörungszauber. So. Schade, dass das nicht irgendwie einen anderen Namen hat, anstatt
einfach nur Beschwörungszauber. Man könnte es auch anders nennen, aber egal. Egal. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberanweisung nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Ja, du man bist auch aus Geld auch, gemacht, man ne? Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum das finde ich immer gut. Probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Okay, machen wir gerne. Aber ich habe mich doch immer entschieden. Wir machen diese Brille wieder weg. Der sieht... sieht halt nicht so klug aus, ne? Das ist besser, oder? Na komm. Alles gut. Mit diesem nach vorn gebeugten Stehen und dann gleichzeitig dieses... Keine Ahnung. Was? Töte einen Gegner? Töte den Gegner sofort. Avada Kedavra. Okay, klar. Können wir später mal machen. So. Also... Zaubertränke, kleine wissenschaftliche Zaubertrankstation, kleine botanische Tränkestation, elektrische Tränkestation und die gotische. Ich nehme, glaube ich, die gotische. Einfach nur, weil ich es witzig finde. So. Objekt ist nicht im spielbaren Bereich. Okay. Es ist nicht gotisch, nur weil man da ein paar Dingens hinschmeißt. Finde ich. So. Was gibt es denn so für Dingens? Komm, wir machen einfach mal so. Wir können wir immer noch ändern, ob ihr sagt, ob das schön ist oder nicht. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den so schön finde, diesen gotischen Zaubertrankstation. Zurück. Alles klar, Zaubertränke, Kräuterkunde. Mittelgroße, große Komposter, Schneidestationen. Die regelmäßig Pflanzen... Was? Okay. Komm, wir bleiben mal im Stil. Machen wir hier eine gotische Pflanzstation daneben. Die finde ich wiederum ganz cool. Vielleicht in... Hallo? Achso, ich habe gedreht. Vielleicht in Gelb? Nee, Gelb... ist zu langweilig. Schwarz macht auch nichts her. Komm, wir machen Blau. Wir sind ein... Gute Arbeit. Wir sind ein, Nutzen Sie sie, um Gedingse. Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Ich will mir, glaube ich, keinen Hauselfenkopf an die Wand hängen, aber danke, Spiel, dass du mir die Möglichkeit gibst. Möbel... Was war das? Einfach nur ein Lesepult, ne? Gotischer Schreibtisch, okay. Dekorationen. Gotische Hexenpuppe, aha. Elektrische Hexenpuppe, aha. Mhm. Das brauchen wir auf jeden Fall. Kann ich das da so zwischen? Nee. Kann man den Tisch noch... Warte mal, ich muss gleich mal... Können wir gleich noch mal einmal ausprobieren. Ich sehe diese... Dinge jetzt nicht wirklich. Ich will ihn da hinstellen. Dahin. Ah, das Spiel hat ein paar... Limitierungen. So, dann machen wir das dahin. So, sorry. Also, ne, ich glaube, der Tisch, der wirkt so ein bisschen, als hätten wir den Wald. Also. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Warum sollte ich ihn unterschätzen? Kann ich Verwandlungszauber überall anwenden? Ich wollte nur gucken, ob der Tisch. Der wirkt so, als wäre der ein bisschen von der Wand abgesetzt. Aber egal. Nein. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Nein. Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Okay, was können Sie mir noch über Deke erzählen? Können Sie mir mehr über Deke sagen?
Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Okay, vielen Dank, Professor. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Nö, ich brauche nicht noch mehr. Zauberei-Porträt, okay. Freistehende Beleuchtung. So, ich wollte eben... Cool, jetzt haut die hier alles raus. Spiegel brauche ich nicht unbedingt. Schöne Teppiche, nö. Dekorationen, so ein Kandelaber. Wäre halt auch cool, aber ich glaube, den kriegen wir nicht da in die Ecke, ne? Ich hätte ihn gerne so dazwischen, weißt du? Aber das Spiel ist da leider... Oder dahin. Da ist so viel Platz für Aktivitäten. Aber nee, Spiel möchte nicht. Alles klar. Schade, was haben wir denn sonst noch so? Kunstwerke? Kindermädchen mit Baby. Oh wow, die sind aber groß. Nee. Brauchen wir jetzt auch nicht. Sitzmöbel? Nicht unbedingt. Wir können, wenn ihr mal Bock habt, können wir uns dann mal überlegen. Zauberschachtisch. Möchte ich haben, weil ich das witzig finde. Können wir mal überlegen, ob wir hier was Schönes rausmachen. Ja, gleich. Du kannst mir nicht diese ganzen Zutaten geben und dann einfach weggehen. So. Natürlich einmal so. Hast du auch Farben? Nee, rot gefällt mir schon. So, wie kann ich denn eigentlich, kann ich den dann jetzt einfach so verändern? Nee, ne? Naja, Tische, da habe ich einen vergessen. Das bist du, elektrischer Tisch. Warum meine ich elektrisch? Da muss da irgendetwas... Irgendetwas muss da falsch gelaufen sein in der Übersetzung. So, das ist unser Raum der Wünsche. Ich wollte noch einmal kurz... Hier haben wir Dipdarmsamen. Können wir einfach mal anbauen, warum auch nicht. Und kann ich irgendwas herstellen? Ja, Mega-Power-Trank. Kann man gerne mal laufen lassen. So, wir haben zwar 11 Stück noch da, aber egal. Hallo, Professor Weasley, du möchtest noch mit mir reden? Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe 100 davon. 100. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Bei 5 Wanddekorationen? Warum? Warum muss ich das jetzt machen? Egal, machen wir mal. Was ist das eigentlich? Dekorationen, Statuen, keine Ahnung, wir machen hier mal diese gotische Hexenpuppe. Die wollen ja 5 Stück davon haben. Wir machen das möglichst gruselig. 1, 2. Ne, die botanische wollen wir nicht. Die gotische machen wir mal dann noch in blau 2 Stück. Und noch eine grüne. So. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lame. Aber was willst du machen, ne? Hexe mit Niffler. Oh. Das auf jeden Fall. Das bleibt, glaube ich, auch für immer. Was haben wir denn noch? Starren da. Ein adretter Zauberer. Eine nachdenkliche Hexe. Ich jetzt echt... über den Stuck hinweg, ne? So hätte ich nicht setzen können, ne? Naja. Vielen Dank, Spiel. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das hinsetzen kann. Einmal so quer über den Stuck. Naja. Die lassen wir... Ah, darf ich schon?
Ja, klar. Schön so, oder? Wunderschön. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Genau, das wollte ich. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Ich glaube, dafür müssen wir ein S machen. Okay, kein S. Aber was Ähnliches. Komm. Oh, der rote Schwanz kommt an. Schwanz? So. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und Sie es mit dem Änderungszauber. So. Ah, nee. Ich habe ein paar Fragen zu Veränderungen, nein, Professor. Nein, habe ja? ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Haben Danke, wir alles. Professor. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Ja, alles gut. Also, ich wollte gerne... Kann ich den... Ah, okay, ich kann den auch ein bisschen dann verschieben. Guck mal, wir hatten den nicht ganz an der Wand. Ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, Mega-Power-Tank könnten wir auch sammeln. Wissenschaftliche Wende. Ach, eklektisch. Nicht elektrisch. Man sollte, weißt du, lesen ist echt schwer. Das hätte ich gerne. Und zwar dann in Blau. Das hätte ich gerne. Das wäre cool. So, anwenden. Nee, dürfen wir nicht, ist gesperrt. Schade, aber cool, dass man die Wände verändern kann. Kannst du alles verändern? Okay, das wird beliebig kompliziert. Falscher Knopf. Eine Eule. Und noch ein Engel. Warum? Naja. Okay, cool. Dann brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen. Ich werde hier einfach mal noch ein paar mehr blaue rausmachen. Die Größe eines Gegenstands verändern. Okay. Größe ändern. Oh. Komm, wir machen mal eine riesige davon. So. Na toll, falscher Knopf. Nein, lass doch die Wände in Ruhe. So, also wir müssen die Größe einmal verändern. Wir müssen die Form einmal verändern. Machen wir die botanische Hexenpuppe. Und die gerne in dieser Farbe. So. Habe ich die Farbe nicht geändert? Doch. Nee, habe ich nicht. Warum auch immer. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Bin ich? Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem Änderungszauber nun bitte auf den Boden oder den Balkon. Okay, darf ich das denn? Reparo. Falscher Knopf. So. Botanisches Wandregal, eklektisch, das... Oh, ja. Ja. Die ganze Wand haben wir jetzt mal eben kurz... das gemacht. Finde ich cool. Machen wir so. Und die Wand... Ach, den Boden. Oh, wow, okay. Das Gotische, na, ich finde den hier cool. Ja... Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Ne, ich finde das so schon ganz cool. So nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Ja, einen Moment, ich muss Sprechen da eben Sie kurz. Mit Dick, wenn wir soweit sind. Botanischer? Ah, ist ein bisschen viel. Der gefällt mir. Und das ist, das finde ich auch ein bisschen viel irgendwie. Sangodischer Balkon. Aber ist halt cool, dass man alles so zusammenwürfeln kann, ne? Ah, und Sie das... Sie haben geübt? Das hätte ich gerne sauber. Wäre super. Ah, warte, mein Trauberzank ist fertig. Ja, genau. Hey, mein Guter.
Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Natürlich und erdverbunden fände ich schön. Dunkel und mysteriös, geht so. Natürlich und erdverbunden. So, als würde man sich im Freien aufhalten. Oh, hervorragend. Okay, das sieht irgendwie gammelig aus. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Ja. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ich finde das Konzept sehr cool hier, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr gut. Es ist sehr einfach, das zu verändern. Nach dem Motto, dieser eine Raum, den fand ich schon ganz groß, war eigentlich schon nicht schlecht. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, goldene Kräuterkunde-Statue. Immer mehr Zeug. Ich muss noch mal kurz was gucken. So, Möbel. Hast du diese komischen Trennwände und jetzt haben wir diese goldene Kräuterkunde. Na, herausragende Leistungen in der Kräuterkunde, okay. Hatten wir was? Ja, und saisonale, naja, das brauchen wir wirklich nicht. Okay. Ja, also wir haben hier den Raum der Wünsche. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Was man alles so damit machen kann, weiß ich noch nicht genau. Kann man eigentlich nur mal so aus Spaß? Kann man ein Bett machen? Haben wir Betten? Nee. Da nicht. Sitzmöbel? Gotisches Sofa? Elektrisches Sofa? Da bleibe ich jetzt bei. Aber nur Schreibtische? Warum kann man denn kein Bett machen? Nutzen? Verzauberter Webstuhl? Materialverfeinerer? Auch nicht schlecht. Kann man auch gerne nehmen. Kräuterkunde haben wir schon geguckt. Was hat hier denn noch was Schönes? Ja, T-förmige. Das ist auch geil. Aber sonst hüpfende Töpfe. Okay. Ja, zu kaufen bei Wälzer und so weiter. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal einen Abstecher machen. Um ein paar Sachen zu holen, damit wir das haben. Ich finde eigentlich jetzt auch, was ich noch eben ganz kurz machen möchte. Nur mal so mit dem Licht, ob wir vielleicht doch die andere Wände nehmen. Die botanischen Wände. Gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Ich will mir die einmal angucken. Ja, ja. So, der verändert dann natürlich alles. Ist auch irgendwie cool. Es ist nicht unbedingt sehr, Ravenclaw. Also Ravenclaw-ig wäre wahrscheinlich eher das hier. Schauen wir uns das einmal komplett an. Warte. Farbe ändern. Das ist sehr blau. Das Rot gefällt mir auch nicht unbedingt. Das ist auch sehr... Wenn das nicht so aggressiv blau wäre, sondern ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr als Aquamarine. Die schwarzen gefallen mir aber ganz gut. Nehmen wir mal. Einmal für alles, bitte. Das gefällt mir eigentlich besser schon. Schon fast besser als die Holzwände. Die waren ein bisschen sehr dunkel. Und natürlich hier 10.000 Bilder und so weiter. Die lassen wir erstmal stehen. Ich will jetzt nicht anfangen, da alles abzureißen. So, das nehmen wir mal weg. Was können wir denn dafür dahin hängen? Keine Ahnung. Das. Damit nicht immer alles
dargestellt wird. Hier haben wir schon mal ein bisschen was gehabt. Und ich würde sagen, einfach nur... Ah ne, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bevor wir jetzt... Wir machen einen Raum der Wünsche vor. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept? Ja, Entschuldigung. So, die monddurchflutete Atmosphäre. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Hervorragend. So, das schauen wir uns auch nochmal an. Auch cool. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel für euch ist, aber das gefällt mir schon fast besser. Das andere war so ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen sehr grün. Aber so, ja, ist sehr, sehr ominös, sagen wir es mal so. Dipdam läuft noch. Ah, okay, der läuft einfach immer, weil wir den ja einmal gepflanzt haben. Alles klar. Mega Power Trank haben wir auch. Den können wir nochmal ansetzen, warum auch nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr Ideen, Vorschläge und so weiter habt, ich werde wahrscheinlich im Vorfeld ein bisschen aufgenommen haben. Aber wenn ihr das hier gerne anders haben wollt oder was wir hiermit noch alles anstellen können, sagt mir Bescheid. Und ich werde frühzeitig irgendwann mal darauf zurückkommen. Vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ciao.